Folge zunächst deinem Atem, fühle, wie er kommt und wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich mit jedem Atemzug. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum und sende von dort aus einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre aufwärts zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra, dem 9., 10., 11., bis ins 12. Chakra der Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife einmal um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl, Kraft deiner Gedanken, in das göttliche Gedankenfeld und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum und sende von dort aus einen goldenen Lichtstrahl deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper in das Omega-Chakra. Dort mache eine Schleife einmal um das Chakra herum und sende diesen Strahl dann in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem. Und atme wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zu Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder des Göttlichen durchfließt und mit jedem Ausatmen dich das verlässt, was du nicht mehr benötigst.